Jedes Jahr im Februar, wenn der Winter in seinen letzten Zügen liegt, treffen sie einander. Ausgewählte Bauern und Ölmänner. In einer sogenannten Blindverkostung schlürfen sie einen besonderen Schatz der grünen Mark. Denn in der Steiermark, wo Natur noch kein abstrakter Begriff ist, ist sogar das Gold grün. Das steirische Kernöl aus dem südöstlichsten österreichischen Bundesland tritt nach und nach seinen Siegeszug rund um die Welt an. Natürlich ist es dabei der Stolz der Steirer, dass nur das Beste den Ruf ihrer Mark in den Küchen der Welt vertritt. Und so wird 3 Tage lang geschaut, geschmeckt, geprüft, verglichen. Und schlussendlich bewertet. Es ist eine steirische Urkraft, auf die wir sehr stolz sind. Es ist natürlich auch unser kulinarisches Highlight. Kürbiskernöl ist das steirische Kürbiskernöl. Dies ist einfach wert, in die Welt hinausgetragen zu werden. Wenn Mitte Juni der Sommer langsam Einzug hält und der Klappotetz sein unverkennbares Geräusch mit dem Sommerwind mischt, beginnt er zu blühen, der Kürbis. Seine leuchtend gelben Blüten fügen sich in die lebensfrohe Pracht, in der sich das Land in dieser Zeit präsentiert. Überall sprießt und gedeiht es, auch Tabak und Lavendel bekommt das einzigartige Klima der Mark bestens. Während der Wein und die verschiedensten Obstsorten in der Sonne reifen, umschwärmen die Bienen die weithin leuchtenden Kürbisblüten. Bei ihren Klettertouren in den großen Blütenkelchen sorgen sie für die natürliche Bestäubung. Natürlich ist auch das Wachstum der Kriechpflanzen. Spritzmittel kommen nicht zum Einsatz, wenn auch vielleicht nicht ganz freiwillig. Der Kürbis ist eigentlich eine Frucht, die relativ schnell schließt. Das heißt, die Ranken laufen zusammen. Und man hat dann keine Möglichkeit mehr, mit einem Traktor zum Beispiel reinzufahren und Pflanzenschutz zu betreiben. Darum ist er eigentlich auch, sage ich einmal, sehr umweltfreundlich zu kultivieren. Gourmets und Gourmands profitieren von der Naturbelassenheit der Blüten. Schmecken sie doch zum Beispiel als Tüpfelchen auf der Kürbiscremesuppe. Köstlich. Oder auch wenn sie der Patissier in süßen Backteig verpackt. Mit frischen Beeren kombiniert. Blumige Verführung zum Dessert. Während man die zarten Kürbisblüten nur wenige Wochen im Jahr genießen kann, stehen die Kürbiskerne und ihr wertvolles Öl das ganze Jahr über zur Verfügung. Viele kleine private Qualitätsmühlen verarbeiten die Kürbiskerne je nach Bedarf immer frisch zu hochwertigem steirischen Kürbiskernöl. Zuerst werden die Kerne mechanisch zerkleinert, geschrotet, sagen die Fachleute. Dann werden sie geröstet. Die wichtigen Inhaltsstoffe bleiben so erhalten. Noch warm
und duftend kommt die Masse in das Presswerk. Die festen Rückstände der Kerne, sogenannte Presskuchen, werden als hochwertiges Futtermittel verwendet oder zur Weiterverwertung in Salatöl verschnitten exportiert. Denn für das echte steirische Kürbiskernöl kommt nur die erste Pressung in Frage. Es ist eng mit dem Selbstverständnis der Steirer verknüpft und seit jeher essentieller Bestandteil steirischer Alltagskultur. Allerlei kulinarische Ideen rund um den Ölkürbis gibt es in den Abhofläden, gleichermaßen beliebt bei Touristen und Einheimischen. Die eindrucksvolle Landschaft der Steiermark hat auch ihre Tücken. Mühsam ist die Kürbisernte auf den kleinen Anbauflächen, die sich aus der schwierigen Topografie ergeben. Da ist von der ganzen Familie zur Erntezeit Sportsgeist gefragt. 40 Kürbisse müssen händisch durchwühlt werden, um die 2,5 Kilo Kerne für einen Liter Öl zu gewinnen. Nur die dicksten und schönsten Kerne werden aufbewahrt. Für die Aussaat im nächsten Jahr. Dort, wo die abgegrenzten Felder eben sind, können auch Erntemaschinen eingesetzt werden. Auf manchen dieser Felder hilft man der Natur ein wenig auf die Sprünge. Hier wird die einzige Sorte Kürbisse mit schalenlosen Kernen gezüchtet, die sich zur Gewinnung des grünen Goldes eignet. Besonderes Augenmerk richten die Züchter dabei darauf, dass ihre Kürbisse nicht fremd gehen. Man muss aufpassen, dass man eben verwandte Pflanzen wie Zucchini, Gurken, Melonen und so weiter in dieser Vermehrung eben mit Abstand wegbringt. Das heißt, das sind isolierte Flächen hier, wo Saatgut produziert wird. Ja, grüß euch. Wir haben euch mal was gebracht, weil ein bisschen Hunger wird schon haben. Danke schön. Danke, passt schon, danke. Sepp. Ja, wenn es weiter so bleiben darf, noch die nächsten 3 Wochen auf passiert das, gell? Prost! Prost! Lass es dir schmecken. Verdient ist diese Pause. Sind doch die Erntemaschinen von Mitte September bis Mitte Oktober oft 24 Stunden am Tag im Einsatz. Im Prinzip haben wir am Anfang kleine Flächen gehabt, da haben wir dann mit der Hand ausputzt und das ist alles selbst vermarktet geworden. Durch das ist das immer so eine gewachsene Struktur geworden, kann man sagen. Und ich glaube auch, dass der Kürbis eine Frucht ist oder so, die relativ viel Erfahrung braucht. Wo man nicht sagen kann, man baut jetzt ein Jahr lang an und sagt, man weiß das, wie das nun funktioniert, sondern ich glaube, Erfahrung, Tradition spielt eine ganz wichtige Rolle. Das ist sicher ganz entscheidend, ja. Der größte Kommunikator des Produktes ist sicher die Situation, dass es sehr viele Touristen gibt, die das einfach in der Region kosten und schmecken können und das dann einfach als positiven Eindruck mitnehmen und dann halt nachkaufen möchten, in Deutschland oder in der Schweiz oder wo auch immer. Die Steiermark ist ein Musterbeispiel für den anderswo viel gerühmten, sanften Tourismus. Dort, wo sich ihre Hügel besonders wild aufwerfen, verlief fast ein ganzes Jahrtausend die östliche Grenze des deutschsprachigen Abendlandes. Im Herbst wird die verträumte Stille, die sich sonst über die Landschaft breitet, jäh unterbrochen. Dann werden Edelkastanien über dem offenen Feuer geröstet. Die Weinlesefeste haben begonnen, auch hier in Kizek. Einheimische und Touristen feiern nach alten Traditionen den neuen Jahrgang. Denn neben dem Kürbiskernöl ist der Wein ein weiterer fester Bestandteil der steirischen Identität.
Verschiedene klassische Sorten werden auf den umliegenden Hügeln angebaut. Zweigelt, Müller-Thurgau und der Weißburgunder. Sie alle werden als Sturm verkostet, bevor die Herbstwinde die Blätter von den Bäumen fegen. Eine Rebsorte aber ist etwas ganz Besonderes. Der blaue Wildbacher, aus dem der Schilcher gekeltert wird. Nur hier und sonst nirgendwo. Prost! Ja! Und du kannst trinken, dass was geht, gell? Sparen kannst du daheim wieder. Auch beim Erntedank spielt der Kürbis eine tragende Rolle. Wer sich hier durch das Angebot an regionalen Spezialitäten kostet, wird ihm immer wieder begegnen. Zum Beispiel als Kürbiskernlikör. Das kann ich gehen, das kann ich alles aufbringen. Wer es gern etwas ruhiger angeht, genießt im schattigen Gastgarten die Spezialitäten der steirischen Küche. Dass mit Kürbismehl gekocht wird, versteht sich von selbst. Grüner Salat wird erst mit dem grünen Gold so richtig perfekt. Es ist eben eine Tradition im Lande, das zu nutzen, was vor der Haustüre wächst. Lange Zeit war den Steirern nicht bewusst, dass es sich dabei um einen kulinarischen Geheimtipp handelt. Auch das steirische Nationalgericht ist ein solcher. Rindfleisch mit Salat und Käferbohnen, die gleichfalls nur in der grünen Mark wachsen. Verfeinert wird nach Großmutters Rezept mit Kernöl. Neu ist, dass Kürbiskernöl auch das Dessert abrundet. Vanilleeis mit Kürbiskernkrokant bekommt so eine ganz eigene steirische Note. Den Ideen der Küchenchefs sind keine Grenzen gesetzt. Aber die Welt kommt auch zum Kernöl. Was die Besucher auf Schritt und Tritt begleitet, ist die Gastfreundschaft, die die Steiermark schon vor langem zu einem Geheimtipp hat werden lassen. Das Interesse am grünen Gold ist groß. Vor allem seine erstaunlichen Kräfte locken viele. Werden doch dem Öl aus den steirischen Kürbissen geradezu magische Heilkräfte nachgesagt und neuerdings auch wissenschaftlich bewiesen. Also führt man die Besucher ein in das Geheimnis der Gewinnung des grünen Goldes. Danach prüfen sie die angebotenen Produkte kritisch mit neu gewonnener Fachkenntnis. Verkosten. Hat man sich schlussendlich reichlich eingedeckt mit dem Echten, geht die Landpartie standesgemäß weiter. Echt ist aber nur, was durch die streng kontrollierte Banderole auch als echt gekennzeichnet ist. Das Land und sein Öl haben eine lange gemeinsame Tradition. Das steirische Kürbiskernöl unterliegt den strengen EU-Normen für die geschützte geografische Angabe. Nicht nur die Herstellermengen, die Verarbeitung und die Gebindegrößen werden lückenlos kontrolliert. Auch die Kürbiskerne und das aus ihnen gewonnene Öl selbst wird umfangreichen Analysen unterzogen.
Und dabei hat man Erstaunliches festgestellt. Bekannt und überliefert und auch in vielen Arzneizubereitungen ist es in Bezug auf Prostata. Das ist bekannt. Reizblase, also alles, was mit dem Urogenitaltrakt zu tun hat. Und die neueren Studien zeigen auch das ausgesprochen hohe antioxidative Potenzial. Alle Antioxidantien verhindern die Alterung der Zelle. Wir haben Fettstoffe drinnen, sogenannte Phytosterole. Die arbeiten gegen den Mechanismus des Cholesterins im Körper. So hat also die Wissenschaft bestätigt, was der Volksmund schon lange weiß. Seit über 1200 Jahren, der Zeit Karls des Großen, steht die älteste Eiche Europas in der Nähe des steirischen Bierbaum. Der Ölkürbis hat erst später Einzug gehalten in der Steiermark. Den Ursprüngen der Beerenfrucht auf den Grund gegangen sind die Gebrüder Lukesch, bis zum Amazonas. Im Predinger Kürbismuseum hat man ihre Spur wieder aufgenommen. Interessant ist ja das, dass bei den Indianern der Kürbis nicht nur ein wichtiges Lebensmittel war, nicht eine wichtige Nahrung, sondern auch ein wichtiger Gebrauchsgegenstand. Der Schamane hat den Kürbis auch für seine Rituale verwendet. Rituale rund um den Kürbis haben die Predinger Sonderzahl entwickelt. Auch wenn es manchmal an der Übung mangelt. Die Bürgerinnen und Bürger sind beim alljährlichen Kürbisfest mit Begeisterung dabei. So mischen sich neue Rituale mit alten Traditionen. Witzige Praktiken kommen zur Anwendung, wenn der neue Kürbisbürgermeister erkoren wird. Wie in der Politik manchmal üblich, gerät auch hier die Wahl zur Schlammschlacht. Wer am meisten angepatzt wird, gewinnt. Der Kürbisbürger von Breiding, das war mehr oder weniger ein Schimpfwort. Du bist garantiert in einen Streit verwickelt worden. Du hast ihm ohne weiteres Depp oder Trottel sagen können, das hat ihm gar nicht so gestört. Nicht? Aber den Kürbisbürger haben sie ganz einfach nicht vertragen. In Breding kann man auch die älteste Ölmühle der Welt bewundern. Das Kernölmuseum bezeugt, wie eng die Geschichte des Ortes mit der des Kürbisses verbunden ist. Natürlich, das Kürbiskernöl hat auch eine ganz besondere Wirkung bei Männern. Es ist potenzfördernd, also die Bevölkerung steigt. Für Gleisdorf war der Kürbis ein Gottesgeschenk. Aus einer Laune der Natur wuchs hier der erste Kürbis mit schalenlosen Kernen, der sogenannte Ölkürbis. Seitdem wird diese Sorte besonders kultiviert und gezüchtet, ohne Gentechnik. Austricksen kann man den lieben Gott nicht, aber wir können eben das abbringen, was möglich ist. Nicht? Handverlesen werden sie, die dickbauchigen, dunkelgrünen Kürbiskerne, die hier gedeihen. Schon auf den ersten Blick kann man sie von anderen Kernen deutlich unterscheiden. Natürlich schmeckt man den Unterschied. Es ist einfach nussiger, feiner, zart im Geschmack. Die Farbe ist grüner, das andere ist eher heller. Also der Profi erkennt sofort, wo das Kernel herkommt. Mit sorgfältig ausgewähltem Saatgut steigen auch die Erträge. Das reicht aber nicht, die immer größer werdende Nachfrage zu befriedigen. Deshalb wachsen gleichzeitig die Anbauflächen. Modernere, leistungsfähigere Erntemaschinen rationalisieren die Arbeitsschritte.
Nicht mehr nur in kleinen familiären Ölmühlen werden die Kerne verarbeitet. Eine effiziente Fabrik fördert den Ölreichtum aus dem steirischen Boden. Maschinell wird hier, ebenso schonend wie im Handbetrieb, gewaschen, getrocknet und verpackt. Riesige Container werden von hier in alle Teile der Welt verschickt und versorgen die steirische Wirtschaft mit Kernenergie. Der Markt ist wesentlich größer als jener Markt für das Kürbiskernöl. Wir sprechen da durchaus von einem europäischen Markt, wenn nicht international. Kürbiskerne gibt es in einem Müsli eines englischen Müsliherstellers gleich wie mit Kaffee und Vanille irgendwo in einem steirischen Mühlenladen oder in einem Bauernladen. Das Kernel gehört zu uns daher, wie zum Wien der Stephansdom. Ist vorwiegend ein Salatöl, aber ich werde auch beweisen, dass dieses Kernel auch für andere Gerichte, zum Fleischgerichte und auch für Händelgerichte zum Verkochen oder auch für vegetarische Gerichte zum Verkochen geeignet ist. Also tritt er den Beweis an und befördert das steirische Kürbiskernöl in die Höhen der Haute Cuisine. Das samtige Öl aus den Beeren der Kürbispflanze entspricht ganz dem immer stärker werdenden Trend zur Fitness- und Wellnesskultur. Es verspricht leichten kulinarischen Genuss. Die Zeit reif ist, die Felder abgeerntet den Winter erwarten und nur in den Ölmühlen Tag für Tag das grüne Gold aus den Pressen tropft, bereiten sich die Experten wieder vor auf den Tag, an dem aus 350 naturbelassenen Ölen die besten gekürt werden sollen. Das steirische Kürbiskernöl wird bei uns seit mehreren hunderten Jahren so gepresst, ist in sehr vielen Spezialitätenläden weltweit eingezogen. Sehr viele berühmte Köche verwenden in der Zwischenzeit diese Spezialität und wir erleben einen Boom und wir sind sicher bestrebt, dass wir dieses steirische Kürbiskernöl auch nach außen tragen.